Ja, willkommen zurück bei Xenogears. In der letzten Folge hat Faye im Wald ja Ellie getroffen und die beiden haben sich gerade zur Ruhe begeben. Und wir starten mit einer Sequenz, in der Faye von seiner Kindheit träumt. Auf geht's! You must be lonely here by yourself. Faye. Faye. Bist du wach? Ah, sieht so aus. Ah, jetzt sind wir praktisch als Duo unterwegs. Jetzt muss ich ein bisschen umschauen. Ich glaube, ich würde mal nach... Da ist ein Wegweiser. Na, das ist doch gut. Endlich wissen, wo es lang geht. Hier lang? Achtung, steile Abhänge. Was ist, wenn ich hier lang gehe? Da oben ist eine Kiste. Oh, da kommen wir von hier aus nicht ran. Aber hier ist ein Sack. Ja. Aquasol erhalten. Oben ist Speicherpunkt. Hier ist nix. Okay. Also wir sind irgendwie da hoch, ne? Und da ist noch eine Kiste. Wie kommen wir denn da hoch? Hier rum, da lang geht's nicht. Hier rum, gucken wir nochmal hier, geht's nicht. Also müssen wir wirklich dem Wegweiser folgen. Also hier geht's höher, ne? Genau. Hier ist nichts, aber hier geht's höher. So. Lahan, Wüste von A. Vorsicht, Erdrutschgefahr. Da geht's wieder zurück. Da kommen wir vielleicht auf diesen Baumstamm. Sehen. Sehen, wo wir jetzt rauskommen. Ne? Muss nicht runterfallen. Kämen wir jetzt zurück, aber das bringt uns erstmal nichts. Sehen. Man könnte jetzt hier drüben abspringen. Sehen, wenn wir oben bleiben und dann irgendwie. Okay, man kann. Können wir gleich mal gucken. Ah! Fein macht man den hier. Und jetzt gucken wir mal, was sie so kann. Angriff. Peter. Aeroblitz. Oh, sie hatte ganz schön was. Pyrolohe. Feuerschleier, Feuereter. Aeroblitz, Donnerblitz. K.
Gaia-Lanze, Erdbewegung, Nitrofrost. Machen wir Aeroblitz, wir sehen. Wow. Das war ordentlich. Ach, Leute. Du machst den nochmal an. Du machst auch mal einen normalen Angriff. Aber du hast wahrscheinlich noch keine Zusatz. Er hat auch nur 3 Punkte, ne? Hat trotzdem gereicht. Ah. Sind wir jetzt wieder bei dem Speicherpunkt? Okay, na dann gehen wir doch lieber hier lang. Aha, er kommt jetzt. Okay, na gut. So dauert der steht lang. Kann ich da rüberspringen? So, das ist ein Anlaufsprung, ne? Mist. Da könnten wir speichern und wir wollen da hoch. Wie kam man gleich da hoch? Ah, Mensch. Jetzt finde ich es wieder nicht. Hier. Ach nee, Mensch. Oh. Du wirst beobachtet. Fei ist dran. Okay. Du machst gegen die machst du dein. Super. Und du? Nee, du machst einen Angriff. Die gucken nur, okay.
So, die Ellie, nur die muss gleich mal was essen. Sehen, ob das die so bei sich hatten. Ah, Feisen-Level aufgeschrieben. Gestiegen. Die hatten nichts bei sich. Ja, jetzt nehmen wir mal so ein Dingsbums zu uns. Also Ellie ist jetzt ein Bullspeck. So. So, jetzt gehen wir da lang, wo wir lang sind. Also Wüste von A. Vorsicht, Erdrutschgefahr. Ah, hier war das, ne? Falsche Taste, ich wollte ihn eigentlich angreifen. Sie kann das jetzt auch. Ach so. Ist nur bei ihr noch kein. Sie hat andere Angriffsdinger. Kombination. Mal gucken, was sie so lernt. Und dann mal gucken. Also Reitschien kann sie nicht. Aber sie kann eine andere Geschichte sicherlich lernen. Daneben. Gereicht, ne? Schreihals erlernt. Okay, jetzt gucken wir uns gleich mal an, was Schreihals ist. Bei ihr. Fei. Schreihals. Auch 3x. Okay, das ist Raichin bei ihr. Achso, Senretsu hätten wir gelernt. Wir müssen bloß noch den richtigen Level dafür kriegen. Okay, Schreihals gelernt. Eine Kiste. Da müssen wir jetzt hier runterspringen. Ja, müssen wir ja sowieso. Na, jetzt Zelt erhalten. Gut. So, also, du machst mal diesen hier auch. Dann gucken wir uns mal bei ihren Schreihals an. Hey! Sehr gut. Hey, ich habe mich nicht mal bewegt. Oh, nicht schon wieder solche. Die beobachten mich. Naja. So, der ist hinüber. Ah, der Elb darf zuerst. Ah,
hat gegen ihn geholfen. Nicht schlecht. Gut, hat auch geholfen. Faye, gestern hast du gesagt, dein Leben haben keinen Wert mehr. Warum? Weshalb interessiert dich das? Weshalb? Und gestern hast du noch so getan, als hättest du Todessehnsucht. Darf ich mich darüber nicht zumindest ein bisschen wundern? Und was hat dich überhaupt in diesen Wald verschlagen? Ich könnte dir dieselbe Frage stellen. Hm? Nun, ich bin weggelaufen aus meinem Dorf. Oder besser gesagt, aus dem, was von meinem Dorf noch übrig ist. Dorf? Du meinst aber nicht Lahan. Ein kleines Dorf, das zwischen den Bergen und diesem Wald lag. Von dort bin ich weggelaufen. Dieses Dorf? Es war ein friedliches und gemütliches Dorf. Obwohl ich nicht ursprünglich von dort kam, hat man mich aufgenommen wie einen Alteingesessenen. Doch vorletzte Nacht kam plötzlich ein Geschwader von Giers in unser Dorf und begann dort zu kämpfen. Das Dorf war in Flammen gehüllt, doch ich konnte nicht tatenlos zusehen, wie Lahan zerstört wird. Also stieg ich in einen leeren Gier, völlig ohne Ahnung, wie man so etwas überhaupt steuert. Ich dachte, ich könnte es schaffen. Nein, es war eher so, als hätte mir jemand zugeflüstert. Zugeflüstert, dass ich es tun soll. Aber es war die reinste Katastrophe. Das Dorf. Hat die Armee von Kislev es zerstört? Faye. Nein. Ich habe das Dorf zerstört. Hä? Ja, da bin ich mir sicher. Ich habe Lahan zerstört. Was soll das heißen? Ich dachte, du wolltest Lahan und seine Bewohner beschützen. Ja, das habe ich versucht. Ich habe sogar ein paar Giers besiegt. Dann wurde ich jedoch von einem weiteren Giergeschwader unter Beschuss genommen. Dabei wurde mein Freund Timothy von einem Kugelhagel getroffen. Da konnte ich mich nicht mehr halten. Alles um mich herum wurde schwarz. Was danach geschah, weiß ich nicht. Mein Gier soll eine Fehlfunktion gehabt haben. Das hat zumindest der Professor gemeint. Als ich wieder zu mir kam, war das Dorf und alle. Sie alle waren Alice. Sie war so Timothy und Alice. Um Gottes Willen, alle. Alles so gute Leute. Fehlfunktion, dein Gier? Was wurde aus dem Dorf? Fei. Ja, dieser Gier. Wären doch bloß diese Giers nie in unserem Dorf gelandet, hm? Oh, verdammt. Sie verfolgen uns noch immer. Wir sind jetzt im Luftraum von A. Ich gebe jetzt nicht auf. Dafür ist dieser Gier zu wichtig. Hm? Das war's. Wir sind jetzt im Nachteil. Lieutenant von Houghton, was ist los? Antworten Sie. Ich habe einen Splitter im Triebwerk. Die Leistung des Triebwerks sinkt. Ich kann die bisherige Flughöhe nicht beibehalten. Verdammt, alles sofort landen. Am Boden neu formieren. Wir müssen sie angreifen. Wenn sie nie in unser Dorf gekommen wären, nie dort gekämpft hätten, dann hätte ich nicht versucht, diesen Gier zu steuern. Sie sind an allem schuld, nicht ich. Es ist ihre Schuld. Ohne sie wäre nichts von alledem geschehen. Sie. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ja? Du bist ein Feigling. Ein Feigling? Ich? Ja, ein Feigling. Du sagst immer nur sie. Als ob du überhaupt keinen Anteil daran gehabt hättest. Mein Anteil? Ja genau, natürlich war der Auslöser des Kampfes die Notlandung eines Giergeschwaders in Lahan.
Aber Kislev war nur hinter dem einen Gier her, nicht wahr? Sie wollten Lahan weder erobern noch zerstören. Der Schaden ist nur eingetreten, weil du unbedingt in diesen Gier klettern und kämpfen musstest. Was hat dich bloß geritten, in diesen Gier zu steigen? Schließlich kann nicht jeder einfach einen Gier steuern, das erfordert jahrelange Ausbildung. Ein Zivilist wie du hat in einem Gier jedenfalls nichts verloren. Stattdessen hättest du den Dorfbewohnern helfen sollen, sich in Sicherheit zu bringen. Wie kannst du einem Gier die Schuld geben, wenn es doch am Ende deine Entscheidung war, zu kämpfen? Warum schiebst du die ganze Verantwortung von dir weg auf andere? Damit läufst du doch bloß vor der Realität davon. Deshalb bist du ein Feigling. Wenn du es so ausdrückst, ja, ich bin wirklich ein Feigling. Ich habe andere beschuldigt, obwohl alles nur geschah, weil ich meine eigene Kraft nicht erkannte. So gesehen bin ich wirklich ein armseliger Mann. Allerdings, ich habe diesen Blutrausch gespürt. Ich konnte mir nicht helfen und noch weniger anderen. Fei, ich... Halt den Mund, was weißt du schon? Als ich zu mir kam, war ich umgeben von einem Haufen Schutt. Ich wusste nicht mehr, was geschehen war oder was ich getan hatte. Meinen Händen konnte ich jedoch noch anmerken, was sie zuvor getan hatten. Durch die dicke Gierpanzerung drangen nur die Schreie. Schreie begleitet vom Gestank des Blutes, dem Klang brechender Knochen und meiner Verwünschungen. Schau, schau dir meine Hand an. Hörst du ihre Stimmen? Kannst du meine Gefühle nachvollziehen? Die Gefühle, die man hat, wenn man gerade sein Dorf mit eigenen Händen zerstört hat. Die man hat, wenn man für die Hinterbliebenen nichts tun kann. Sie haben nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Kein Zuhause mehr. Niemanden mehr. Ich wollte nicht in den Gier steigen, aber ich hatte keine Wahl. Warum habe ich das zu ihm gesagt? You talk as if it's not your responsibility. No. I didn't do anything. They died because you had to pilot the gear and start fighting. It wasn't me, can't you understand? Not just anyone can pilot those machines, you know. I didn't do it. Why won't you take responsibility? I'm not so strong. Why are you trying to put the blame on others? I'm not even all that talented. You're a coward! That's right. I'm a coward. Ja, ich bin wirklich ein Feigling. Hä? Ha. Oh nein! Ellie! Na prima. Wir haben nicht mal eine Waffe, ne? Bloßen Fäusten. Ellie, alles in Ordnung. Verdammt, sie ist bewusstlos. Oh, sogar umgefallen.
Jetzt ist er aber dran. Oh oh. Aquasol. So, jetzt waren wir doch zum Zürich-Kant. Jetzt ist aber schon wieder dran. Nee, noch nicht. Ich weiß ja nicht, wie groß denn seine Lebensleiste ist. Also wird das, glaube ich, nichts. Mit Fäusten gegen den Saurier. Fein! Hey, ich habe nach dir gesucht. Du kannst den hier benutzen. Hey, warte, Professor. Mag sein, dass ich ihn benutzen kann, aber... Ellie, Mist. Professor, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich kämpfe gegen dieses Monster. Wenn ich aber wieder die Kontrolle verliere, erschieß mich. Beten wir, dass das nicht geschieht. Okay, und wir sind im Gierkampf. Und Gierkampf, der funktioniert. Wir haben ja jetzt schon unsere Spezialattacke, die können wir auch in Gier anwenden, allerdings ein bisschen anders. Wir müssen jetzt erstmal schwache Angriffe fahren. Denn dann hebt sich unsere Angriffsstufe auf 1 und damit können wir schwache Angriffe verstärken. Das ist ein bisschen kompliziert, aber vielleicht sieht man, was passiert. Also wenn ich jetzt steige, würde die Angriffsstufe nicht steigen. Weil wir haben erst einen Todesstoß sozusagen. Wenn man mehrere hat, kann man dann auch auf Angriffsstufe 2 gehen und die mittleren oder auf noch eine höhere Angriffsstufe, dann kann man auch die starken nehmen. Aber wir können jetzt praktisch unsere schwachen Angriffe verstärken. Das versuchen wir jetzt mal. Raigeki. Langsam. Okay. Hat mich nicht getroffen. Wir können jetzt Booster nehmen, da sind wir nicht mehr langsamer. So. Und jetzt machen wir wieder unseren schwachen Angriff. Da müsste unsere Angriffsstufe wieder 1 steigen, genau. Unter 43, ne? Das hat sich jetzt gelohnt. So, jetzt mal wieder unser schwacher Angriff. Und jetzt sind wir auf der 1. Und genau. Ich glaube, jetzt hängt er schon nur noch an einem Faden. Oh. Fies. Also schwacher Angriff. Achso, das hat schon gereicht. Na gut. Na? Sind wir wieder Level? Level 8 haben wir jetzt. Okay. Level up. Wunderbar. Einen Schuppen haben wir gekriegt. Also eine Schuppe, vielmehr. Ne? Keinen Schuppen. Fei, geht's dir gut? Ja, kann man so sagen. Der Kampf mit dem Rankardrachen war höchst bemerkenswert. Ein gewöhnlicher Gier könnte so ein Monster nicht bezwingen,
Du selbst bist übrigens auch nicht gerade außer Form. Warum hast du ihn hierher gebracht? Ihn? Du meinst Weltall? Weltall? Das ist der Gier, der unser Dorf zerstört hat. Warum machst du dir die Mühe, ihn zu mir zu bringen? Ich will nie wieder einen Gier sehen. Übrigens, der heißt auch im Original Weltall. Die haben deutsche Begriffe für einige Sachen verwendet. Also Weltall ist ja nicht eine Übersetzung sozusagen. Ich kann deine Gefühle nachvollziehen, Faye, aber du musst ein gewisses Niveau an Stärke erreichen, um dich zu schützen. Das gilt umso mehr, als wir gerade verfolgt werden. Du hast zwar recht, dass man eine gewisse Stärke zur Selbstverteidigung braucht. Ohne diesen Gier wäre Ellie und ich längst im Magen dieses Rankardrachen. Aber seine Stärke geht über das Notwendige hinaus. Muss man wirklich die Macht besitzen, alles zu zerstören? Ich brauche eine solche Stärke nicht. Ich hasse Gears einfach. Faye, Stärke zu besitzen oder von ihr besessen zu sein, ist das nicht eine Frage des Herzens? Wenn Menschen ihre Stärke nicht für Schlechtes einsetzen, kann sie vieles zum Guten wenden. Deshalb bin ich überzeugt, dass es dir wohl ergehen wird. Gerade eben hat dir diese Stärke jedenfalls geholfen, oder irre ich mich? Das möchte ich glauben, Professor, aber trotzdem habe ich Zweifel. Dieser Gier. Na, wie auch immer, wenigstens ist Ellie jetzt außer Gefahr. Sie ist wohl wieder zu sich gekommen. Mein Name ist Chitan, ich bin ein Freund von Faye. Du hast nur knapp überlebt, ich möchte gar nicht daran denken, was ohne Faye aus dir geworden wäre. Allerdings muss ich seine Hitzköpfigkeit tadeln, unbewaffnet einem Rankardrachen anzugreifen. Unbewaffnet? Nun wenigstens konnte er mein Geschenk hier gut gebrauchen. Sagen wir einfach, wir haben uns von der Armee von Kislev ausgebeugt. Was sie bei uns zurückgelassen hat. Oh. Danke, Faye. Das war jetzt schon das zweite Mal. Nicht der Rede wert. Es wird schon dunkel. Wir sollten hier rasten und morgen weitergehen. Ihr seht beide recht müde aus. Unser Freund hier muss ich auch reparieren. Und das nächste Lagerfeuer. Es ist zwecklos. Der Kniesteuerungsmotor und der Überbrückungsschaltkreis sind beide völlig ruiniert. Den Steuerungsmotor kann ich reparieren, aber der Schaltkreis muss ausgetauscht werden. Oh, kann da etwa jemand nicht schlafen? Tja, kein Wunder, das war ein sehr ereignisreicher Tag. Diese Maschine hat Faye benutzt, als das Dorf angegriffen wurde. Am Dorfrand habe ich nach dem Kampf eine weitere Maschine gefunden. Nil Baya Dias Legus. Das war deine, oder? Ja? Wie ich dachte, der verschollene Pilot des Gears, der in Lahan notgelandet war, und die seltsame Frau, die sich im Wald verirrt hat, sind ein und dieselbe Person. Anhand deiner Uniform würde ich sagen, du bist Soldatin, habe ich recht? Woher? Wer bist du? Ich habe die Erkennungsmarken der verstorbenen Soldaten überprüft. Das Muster auf ihren Marken ist dasselbe wie jenes auf deiner Uniform. Sei unbesorgt, ich habe sie angemessen bestattet. Allerdings waren sie wohl nicht allzu erpicht darauf, in einem fremden Land zu sterben. Womöglich nicht. Weiß Faye es schon? Ich glaube nicht, dass er es schon bemerkt hat. Vermutlich nicht. Er weiß nichts von der Welt außerhalb Lahans. Dann, wie? Ich denke, wir sollten unsere wechselseitige Neugier besser zügeln. Aber sagen wir einfach, ich habe mehr von der Welt gesehen als die meisten. Nun, Ellie, ich habe eine Bitte. Was soll ich tun? Wenn du geradeaus gehst, wirst du eine Straße finden. Geh einfach dort entlang. Würdest du uns bitte verlassen, solange Faye noch schläft? Hä? Zahlreiche Unglücke geschehen in Fays Umfeld. Ich will ihn so gut als möglich beschützen, ihn von sinnlosen Kämpfen fernhalten. Das ist doch auch in deinem Sinne, Ellie. Du gehörst schließlich nicht hierher. Kehre zu deiner Familie zurück. Mach dir keine Sorgen. Ich werde deine Identität vor Faye geheim halten. Ich werde ihm einfach sagen, du wärst zu deiner Familie zurückgekehrt. Das ist es nicht. Ich habe ihm etwas Schreckliches angetan. Deshalb möchte ich mich bei ihm entschuldigen. Etwas Schreckliches? Faye hat uns die Schuld daran gegeben, dass euer Dorf zerstört wurde. Er sagte, wenn sie nie in unser Dorf gekommen wären, dann nannte ich ihn einen Feigling, der vor seiner Verantwortung davonläuft. Dabei laufe in Wahrheit ich vor meiner Schuld davon. Wäre ich nicht in eurem Dorf abgestürzt, würden alle Bewohner noch leben. Kein einziger Unschuldiger wäre in dieses Drama hineingezogen worden. Und ich habe ihn beschuldigt.
bist ein Unikat. Niemand sonst von deinem Volk würde so denken. Die Landbewohner sind für dein Volk doch nichts weiter als gezähmte Tiere, oder täusche ich mich da? Die Schäfer wurden dazu bestimmt, über die das Land bewohnten Lämmer zu herrschen. Und ihnen ward das Recht gegeben, ihnen Leben und Tod nach ihrem Gutdünken zuzuteilen. So steht es geschrieben. Dennoch fühlst du dich gegenüber Fei und den anderen Dorfbewohnern verantwortlich. Warum? Ich weiß nicht. In der Militärjugend wurde gelehrt, dass die Landbewohner alle dumm und minderwertig seien und dass sie deshalb unserer Führung bedürfen. Aber deine Begegnung mit Fei hat deine Einstellung verändert. Ja, er ist nicht anders als wir. Tatsächlich scheint er sogar stärker. Er besitzt etwas, das wir nicht besitzen. Außerdem hat er sein Leben riskiert, um mich zu retten. Gleich zweimal. Die meisten deiner Volksgenossen würden sich beschämt fühlen. Du hingegen bist ihm dafür sogar dankbar? Das dürfte wohl an meinem Vater liegen. Er hatte eine sehr liberale Einstellung gegenüber Landbewohnern. Mein Kindermädchen war eine Landbewohnerin, auch wenn das niemand wusste. Außerdem bin ich wie Fei. Wie er? Ach, nichts. Ich glaube, ich habe verstanden, was du meinst. Entschuldige, all dies, nachdem ich gesagt habe, wir sollten beide unsere Neugier zügeln. So bin ich nun mal veranlagt, weißt du? Meine Frau sagt auch ständig, dass ich zu aufdringlich bin. Meiner Meinung nach ist das aber gar nicht wahr. Du kehrst jetzt am besten in dein Heimatland zurück. Hier solltest du wirklich nicht bleiben. Ich werde zu meinem Hauptquartier zurückkehren, aber dann? Du machst dir Sorgen. Ja, das ist ganz natürlich. Auch ich habe mir früher oft Sorgen gemacht. Ach, Shitan. Nun überlass mir das Reden mit Fei. Du gehst jetzt besser. Ja, und da geht sie hin, oder? Doch. Ist Ellie schon weg? Ah, du warst also wach. Ja, ich bin mitten in euer Gespräch aufgewacht und habe einen Teil mitgehört. Ellie, das ist also ihre wahre Identität. Faisi, ich weiß, sie trifft keine Schuld. Was im Dorf passiert ist, allein meine Schuld. Ich habe meine aufgestauten Gefühle an ihr ausgelassen. Eigentlich müsste ich mich bei ihr entschuldigen. Fei, es ist auch nicht deine Schuld. Du wolltest nur das Dorf beschützen. Danke, Professor. Übrigens, wie geht's eigentlich den anderen? Da musst du dir keine Sorgen machen. Yui kümmert sich um sie. Sie werden schon bald an einen anderen Ort übersiedeln. Zumindest fürs Erste sollten sie dort sicher sein. Du kannst ganz beruhigt sein. In Ordnung, Professor. Wir sollten uns überlegen, was wir als Nächstes tun. Vielleicht sollten wir, wenn wir den Wald verlassen haben, in die Wüstenstadt Dajil reisen. Dort erfahren wir vielleicht, was A und Kislev momentan so treiben. Außerdem können wir dort Ersatzteile für Weltall kaufen. Der Anführer von A wird Kislev nach dieser Grenzverletzung nicht ungestraft davonkommen lassen. Okay. Und jetzt sind wir zu zweit. Also in einer anderen Konstellation. Wir können ja mal hier nachgucken. Level 5 ist Shitan, aber er hat 213 KP. 42 Ätherpunkte, also das ist. Und er macht bald in den nächsten Level. Na gut, da würde ich sagen, für heute haben wir eine Menge erfahren und erreicht. Beim nächsten Mal geht es an dieser Stelle weiter. Und für heute sage ich Tschüss, macht's gut, bis dann. Euer Astronier. Tschüssi.